Er ist erst 15 Jahre alt und war schon auf einigen Demos. Aber heute wird Clevis Knushi zum ersten Mal auf einer sprechen. Der Gymnasiast ist im Neuköllner Kinder- und Jugendparlament zuständig fürs Networking. Und genau darum geht es, unter anderem auch heute. Gewissermaßen ist diese Demonstration auch dafür da, dass wir als sozialer Bereich das erste Mal wirklich geeinigt auftreten und dann auch in der Zukunft, damit es uns auch leichter fällt, in der Zukunft uns gemeinsam zu organisieren und gemeinsam ein Zeichen zu setzen. Aber vor allem geht es ums Geld. Das ist im sozialen Bereich traditionell knapp. Wir haben nicht mehr so viel Mittel wie vorher. Inflation, kein Ausgleich, gar nichts. Wir brauchen viel mehr Geld für die Jugendarbeit. Viel mehr, es reicht immer noch nicht aus. Und dafür sind wir heute alle hier. Und wir hoffen, es kommen noch mehr, um lautstark dagegen zu protestieren. Und wir hoffen, die Politiker hören uns. Etwa 200 Menschen ziehen vor das Berliner Abgeordnetenhaus. Sozialarbeiter, Ehrenamtliche und Kinder und Jugendliche. Als Sprecher ist Lars Düsterhöft von der SPD eingeladen. Er hat aber abgesagt. Ich kann aber tatsächlich allen, die hier heute demonstrieren wollen und die Ängste haben, versichern, dass der Sozialbereich ein sehr, sehr großer Schwerpunkt der SPD ist und war und auch bleiben wird. Und tatsächlich alle angedachten Kürzungen beziehungsweise alle Kürzungen, die potenziell mal angedacht waren, alle zurückgenommen wurden im Fachausschuss. Also Paula braucht soziale Arbeit, weil sie nämlich nicht lautsprachlich kommunizieren kann. Und dann kommt sein großer Moment. Wir sind unkürzbar. Ich bin Clevis Knushi, ich bin 15 Jahre alt und komme aus dem Süden Neuköllns. Ich bin Teil des Kinder- und Jugendparlaments Neukölln und kämpfe dort für die Belange meiner Generation. Sie wollen sich weiter einsetzen für ihre Clubs und Einrichtungen, bis sie es schwarz auf weiß haben, dass wirklich nichts gekürzt wird.